Gut, dann ist jetzt, das war Planes zu Murray bei 19. Ihr seid im Auto etwa 30 Meter von dem entfernt, wie ich gesagt hatte. Nicht wahr? Das war ja das, was ich vorhin angemerkt hatte. Ja, 30. Gut. Reed, du bist im Auto angeschnallt, schaust irgendwie aus dem Fenster. Aus dem Fenster raus. Du siehst diesen Troll auf dich zu rennen mit einer überraschend großen Geschwindigkeit. Der rennt und steht mehr oder weniger plötzlich neben dir an der Tür. Und ohne dass du gesehen hättest, wie er die Waffe gezogen hat, haut er plötzlich mit der Axt an die Seite der Tür ran. Gib mir einen Dodge Roll mit, ich glaube, minus 2, weil du im Auto sitzt. Wir holen dich wieder. Und dann kriegst du nochmal minus 3 wegen Range, wegen Reach. Also insgesamt minus 5 auf deinen Dodge. Wir wollen jetzt wieder. Ich komme als Reaktion, kann ich von meinem Initiativewert was abziehen und kriege dann Bonus auf Dodge. Wir wollen jetzt nochmal. Ja, das geht. Du kannst entweder volle Verteidigung machen, um deine Initiative um 10 zu senken. Allerdings hast du diese 10 Initiative nicht mehr, da wir in der zweiten Initiative. Aber die 5 kannst du nehmen, glaube ich, ne? Ja, 5 kannst du nehmen, um entweder. Lass mich das nachschlagen. Du kannst entweder deinen unbewaffneten Angriff oder deinen einen Nahkampf-Waffenskill drauf zu addieren. Drauf zu addieren? Ja, hinzu zu addieren. Zu deinem normalen Dodge. Allerdings zählt dann auch Limits. Das wäre körperliches, ne? Für unbewaffnet wäre es körperlich, ja. Was ist denn eigentlich? Limits. Wo stehen die Limits nochmal? Da. Physisches Limit 5. Eieiei. Mein normaler Dodge ist. Also, ich hab's jetzt gerade aufgeschlagen, okay. Du kannst entweder ausweichen, was es dir erlaubt, deine Akrobatik zu sortieren. Blocken, was es dir erlaubt, deine Fertigkeit waffenloser Kampf. Also nur den Ränge in der Fertigkeit, nicht das gesamte Attribut oder nicht den gesamten Würfelpool zu sortieren. Also die Ränge in der Fertigkeit entweder Akrobatik, waffenloser Kampf oder. Für Parieren, wenn du eine Nahkampfwaffe in der Hand hältst, den Nahkampfwaffenfertigkeitsskill. Aber ich glaube, du hast gerade keine Nahkampfwaffe in der Hand. Du hast wahrscheinlich gerade 2 Pistolen in der Hand. Ich habe eine Pistole in der Hand. Okay, dann müsstest du entweder ausweichen oder blocken, was dir Akrobatik oder waffenloser Kampf hinzu erlauben würde. Und in beiden Fällen hättest du dann dein körperliches Limit als Limit. Also, okay, ausweichen. Reaktion und Intuition, ne? Ja. Reaktion und Intuition wären wir bei 11. Du hattest kein Edge mehr, richtig? Nee, alles weg. Aber ich pack an Armored Combat noch drauf, und dann kann ich nochmal 7 addieren. Wären wir bei. Wie hast du 7 Ränge in unbewaffneten Kampf? Unarmed Combat, Agilität 6 und ich habe. Du zählst nur den Rang. Nur den Rang in der Fertigkeit. Lass mich halt ausreden. Und auf dem Würfelpool kommen wir auf 13. Also wir ja 7 Ringe drin haben, oder? Hä? Warte, Moment. Ganz kurz. Ja, Unarmed Combat Würfelpool fast 13. Und Agilität von 6. Also müsste, wenn ihr richtig rechnet, 7 Punkte in Unarmed Combat haben. Dafür müsstest du irgendwann im Laufe des Spiels einmal deinen Unarmed Combat gesteigert haben, da du maximal mit 6 beginnen könntest. Und? Ich kann mich zwar gerade nicht mehr daran erinnern, dass ich das gemacht habe, aber mal einen Moment, mal nachschauen. Moment. Okay. Also, mir zeigt es 6 Ränge in deinem Charakterbogen an für Unarmed Combat. Aber warum steht dann bei Chama 13 Würfelpool? Hier steht auch ein 13er Würfelpool. Vielleicht mit der Spezialisierung direkt? Ne, mit der Spezialisierung sind es 15 sogar dann. Also du hast 7 Geschicklichkeit. Plus 6 Ränge sind 13 Würfel. Ich hab 7 Weißt du, was ich verwechselt habe? Weil Agilität dabei steht und dahinter eine 6. Deswegen also gut, du kannst dann fürs Blocken deine Initiative um 5 senken,
reduzieren. Ja. Also waren wir dann bei... und die 6 Ränge hinzuaddieren. Defense war bei Main. Dodge. Ich sehe vor lauter Disco-Pop-Ups gerade meinen Würfel auf den... Oh, 7. Du hast die Modifikatoren, die Negativmodifikatoren nicht dazu gezählt. Du hättest noch minus 5 auf die Probe bekommen. Bei dem Auto sitzt du minus 3 wegen Reichweite. Von dem Angreifer. Das heißt, du müsstest nochmal würfeln. Was muss ich abziehen? Minus 5. Also minus 5, also ist der insgesamt Bonus plus 1, wenn ich das richtig... Ja. So, zweiter Versuch. Oh! Ja, schön. Du könntest gleich noch Edge verbrennen. Nee. Du könntest einen Punkt Edge verbrennen, um automatisch 4 Nettoerfolge zu bekommen. Nö. Nö, ich mag mein Edge. Na gut, dann darfst du mir jetzt eine Schadenswiderstandsprobe geben. Mit minus 4 Rüstungsdurchdringung, aber du kriegst plus 6 Rüstung von dem Auto dazu. Also wir haben bei plus 2 insgesamt, ne? Ja, und das Ganze gegen 21 Punkte physischen Schaden. Ja, schön. Autsch. Wünscht mir Glück, Leute. Wünscht mir Glück. Tu es. Jo. Das ist sehr voll. Das wären dann einmal 16 Punkte physischer Schaden. Beziehungsweise, wie viel Rüstung hättest du mit der Rüstung des Autos dazu? Mit der Rüstung des mit Autos. Mit den 6 Rüstung des Autos. Also. 16. Na, mit halt, Quatsch. Mit der Rüstung des Autos habe ich 20. Okay, mit der Rüstung des Autos hast du insgesamt 20, minus 4 sind 16, das heißt, es wären nur Geistschaden. Es wären also okay. 16 Punkte Geistschaden. Jo, ich habe insgesamt 9 Geistschaden-Monitor und alles, was über den Geistschaden drüber geht, wird körperlich, ne? Im Verhältnis 2 zu 1. Das heißt, alle 2 Punkte, die drüber gehen, werden zu einem Punkt körperlich. Also, ich kriege insgesamt 16 Damage. Ja. Das füllt mir die 9... Ne, ich habe sogar 10. Dann füllt mir das 3 physische... Ich bin nur am Leben. Aber ohnmächtig. Ja, schon. Moment. Okay. Gut. Das war Marys Zug, Dr. Stranger. Du hast gerade gesehen, wie dieser Troll ans Auto rangestürmt ist und mir volle Kanüle mit der Axt an Creed geschlagen hat. Durch die Tür durch, auf Creed drauf. Es ist nur Geistschaden, deswegen ist Creed noch nicht am Ausbluten. Aber mitten ins Sternum, Creed hat einmal ist dann K.O. umgefallen im Vordersitz. Von der... Und neben dir ist Tali schwer am Bluten. Ja. Kann ich mit einer freien Aktion sie kurz angucken und sehen, ob das lebensgefährlich ist oder nicht? Die Wunde, lass mich ganz kurz überlegen, also die Wunde am Kopf sieht nicht so direkt lebensgefährlich aus, aber sie ist überraschend blass, das heißt wahrscheinlich ist da ein bisschen mehr noch dran als nur diese eine Wunde. Du kannst ja nicht genau sehen, was noch im Inneren los ist. Naja, gut. Okay, jetzt. Die Abwägung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Kopf. Genau, weil auf der einen Seite, ich weiß wahrscheinlich alle 2 genug über Medizin. Einen Punkt Schaden. Also, ich weiß wahrscheinlich genug über Medizin, um zu wissen, dass man sich da schnellstmöglich drum kümmern sollte. Ja, also, auf der anderen Seite sehe ich da diesen Troll mit dieser fetten Axt und ich denke mir, wenn ich da jetzt nichts gegen mache, dann kommt es darauf auch nicht mehr. Dann bin ich genau. Also Tali überlebt noch
8 Kampfrunden. Also okay. Und wenn ich jetzt gegen diesen Troll nichts mache, überleben wir alle nur eine. Deswegen ist der Troll jetzt das dringendere Problem. Okay. Macht Sinn. Dann ziehe ich meine Ares Crusader mit einer einfachen Handlung und lasse mit einer zweiten einfachen Handlung auf diesen Troll eine vollautomatische Salve los. Okay. Vollautomatische Salve sind 6 Schüsse, richtig? Das heißt, ich kriege minus 5 auf die Probe. Ja, und nochmal minus für jeden bereits erfolgten Angriff in dieser Kampagne. Also nochmal minus 1, weil Reed vorher einmal angegriffen hatte. Das heißt, ich bin insgesamt minus 6. Plus Wundmodifikatoren. Das rechnet der aber automatisch mit rein, glaube ich. Ach, dann würfeln wir deinen Angriff. Das ist ein Netto-Erfolg. Juhu. Dann kommt bei einem... Ja, es kommt bei einem... Das ist nicht viel. Das ist 7 Geistschaden, aber ohne Armor Penetration. Ja, das hatte ich befürchtet. Das hat er... Das stört ihn nicht wirklich. Du hattest einen Nettoerfolg. Bei 7 Basisschaden geht ein Schaden durch, wenn ich das richtig lese. Ja. Dann nimmt er einen Punkt Geistschaden. Okay. Gut. Take. Bei 9, du bist dran. Gut, dann würde ich mal aus dem Auto aussteigen und meinen Katana ziehen. Und ich glaube, bis ich um das Auto rumgelaufen bin, ist die Runde vorbei, oder? Ich würde dir erlauben, abschnallen und Tür öffnen als Teil deiner Bewegungsaktion zu machen. Um das Ganze ein bisschen cinematischer zu halten. Das heißt, solange du nicht irgendwie die Möglichkeit hast, die Nahkampfwaffe schnell zu ziehen, was man normalerweise nicht machen kann, sei denn man hat bestimmte Kampftechniken oder Adeptenkräfte, kannst du rumlaufen, deine Waffe ziehen und hättest noch eine einfache Handlung über. Schlag ihn. Das wäre eine komplexe Handlung. Nahkampfangriff ist eine komplexe Handlung. Dann mache ich freie Aktion. Ich rufe, ich schreie ihn an. So, mein schönes Auto. Ja, du hast jetzt ein schön großes Loch in der Seite hängen, in der Beifahrertür. Nächstes Mal fährt jemand anders. Momonga. Du musstest zwischendurch irgendwie, bist du an einen falschen Punkt gesprungen, bevor du jetzt direkt hier hingesprungen bist. Du siehst einen Troll neben einem Auto stehen, neben ihm ein interessanter, eine Sache ist, der Troll ist astral aktiv. Yes! Vor dem Troll, ein Ork mit sehr, sehr viel Schwarz vom Cyberwehr, wahrscheinlich Take, nimmst du an. Im Auto kannst du ein bisschen sehr viele verschiedene Farben rumwirbeln sehen. Einige Personen scheinen gerade emotional ziemlich aufgewühlt zu sein. Was machst du? Ich möchte zuerst einen Geist beschwören. Okay. Den kann ich ja... Ja, doch, funktioniert. Geist beschwören ist eine komplexe Handlung. Es sei denn, du hast einen gebundenen Geist, den herbeizurufen, ist nur eine einfache Handlung. Nee, ich habe leider gerade keinen gebundenen Geist zur Verfügung. Beziehungsweise, du kannst, glaube ich, auch eilig herbeirufen, dann erhöht sich aber der Entzug um 3. Ja, das hatte ich auch. Und da du gerade astral im Projizieren bist, ist sämtlicher Entzug, den du nimmst, körperlich. Ich weiß. Ich glaube, wir werden Risiken eingehen müssen. Ich werde, mach eiliges Herbeirufen eines Geistes Menschen der Kraftstufe 4. Okay, dann würfel dein Herbeirufen.
Kommt sofort, ich muss es nur finden. Bist du mit den drei Erfolgen zufrieden? 3, 2, 1, du musst zufrieden sein. Bin zufrieden. Du hast einen Erfolg. Also der Geist des Menschen kommt dabei mit einem Dienst. Dann würfel deinen Entzug gegen 7, wenn ich mich nicht irre. Okay, das sind dann 2 Punkte körperlicher Schaden. Das heißt, du willst noch Edge benutzen. Und dann hast du noch eine einfache Handlung und Kraftstufe 4 Geist dürfte... Hat eine Zusatzfähigkeit. Genau, welche wäre das? Und der kriegt von mir den natürlichen Zauberspruch und zwar den Mana-Ball. Dann hast du noch eine einfache Handlung und dann kannst du gleich einmal nach dem... Also, du hast noch eine einfache Handlung. Einfache Handlung ist, ich befehle dem Geist, er soll das Auto angreifen und vernichten. Welches? Ja, welches Auto? Also, da wo der Troll, der magisch aktiv ist, rausguckt. Der steht gerade neben deinen Kollegen. Der steht gerade neben dem Auto, in dem wir sitzen. Bitte. Sag ich ihm lieber, er soll den Troll eine aufs Maul hauen. Ja, das ist bestimmt. Meldet, glaube ich, auch getroffen. Gib mir kurz 2 Sekunden. Ich glaube, es wäre doch besser, wenn man das Auto da aus dem Weg schafft. Oder ich glaube, schafft er den Troll überhaupt? Ich lieg ohnmächtig im nicht. Auto. Oh, ja. Frage. Greif den Troll an, der meine Freunde bedroht. Und vernichte ihn. Gut, dann. Gut, dann kannst du eben einmal Initiative für den Geist würfeln. Dr. Stranger, du müsstest wahrscheinlich noch ein paar Initiativewürfel verlieren, dadurch, dass du aus VR raus bist. Ja, da, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert, ob das jetzt dann rückwirkend gemacht wird. Du müsstest jetzt theoretisch 3d6 würfeln und das von deiner Initiative abziehen. Da du aber eh nur noch eine Initiative über hast, kann man uns was sparen und du verlierst einfach den Initiative-Durchgang. Ja, das wären 9. Also, ja. Ja. Und dann hat der Geist des Menschen diese Kampfrunde leider keinen Entzug mehr. Das heißt, der Troll ist jetzt nochmal dran. Mirror ist jetzt nochmal dran. Und er sieht jetzt Take vor sich stehen, zieht die Axt aus dem Auto raus und schlägt nach Take. Also Take, bitte einmal eine Verteidigungsprobe mit. Du hast den Katana gezogen. Wie hoch ist die Reichweite des Katanas? Schau gerade, Moment. Ich glaube, die dürfte 2 sein oder 1. Wahrscheinlich ist es nur 1. Die ist 1. Ich glaube, die ist 1. Genau, 1. Gut, dann gib mir bitte einmal einen Dodge Roll mit minus 2 wegen Reichweite. Drei. Okay, willst du da noch Edge drauf benutzen? Hast du noch Edge über? Ich hätte noch über. Allerdings. Ich guck mal, was er macht an Schaden. Okay, dann gib mir eine Schadenswiderstandsprobe. Mit minus 4 Rüstungsdurchdringung. Ach du heilige Scheiße. Das wird. Ich glaube, das ist jetzt der Moment für Edge, für dein letztes Edge. Yep. Dann würfel alle Nicht-Erfolge neu. Ja, warte mal, das sind 23, 21. Oh bitte, ja bitte, bitte, bitte. Okay, insgesamt 12. Okay, das wären dann also... Ne, 11, sorry, verlesen. Also verrechnet. Okay, du hattest... 11 Schaden widerstanden, das 3 hatte 19 gemacht, das heißt,
Das wären dann... wie hoch ist dein Rüstungswert? 23. Oh, ne, Quatsch. Rüstung wäre... Nach dem minus 17. 4. Also nach minus 4 wärst du dann also bei 13. Das heißt, es wäre ein körperlicher Schaden. 19 Basis minus 11 sind 8 Punkte körperlicher Schaden. Schwingt die Axt mitten in deinen Bauchgegend. Du merkst, deine Rüstung, also beziehungsweise Brustregion, du merkst deutlichen Schnitt durch deine Rüstung hindurch, durch deine Haut hindurch und wahrscheinlich ist auch die ein oder andere Rippe gebrochen. Auch du bist jetzt theoretisch am Ausbluten, aber mit neuen Konstitutionen hast du da einen ganzen Haufen an runden Zeit, bis das eintritt. Passt. Ah, ist ein guter Plan. Das ist dann das Ende der Kampfrunde. Da muss ich nochmal eben was würfeln, nochmal zwei Dinge würfeln kurz. Aber wie mache ich denn meine Initiative? Das Problem ist so ein bisschen, ich kann nicht mit der physischen Ebene interagieren, deswegen kann ich keine Heilzauber casten. Dafür habe ich, ich habe Medkit, das randvoll ist. Du bringst diesen Troll unter Kontrolle und dann ist das ja noch. Jupp, ich bin dabei. Doktor, du müsstest noch ein I vor deine Initiative würfeln. Schreiben, für dein, vor deinen Initiative-Befehl schreiben. Ah ja, ja. Weil das ist jetzt meine neue Initiative. Jo, wer ist denn dran? Ich muss gerade noch eine paar Sachen machen. Ich sag gleich, wenn es weitergeht. Irgendwie habe ich den Eindruck, es wäre vielleicht besser, wenn ich jetzt mal so langsam einen Backup-Charakter mache. Okay, Murray beginnt wieder. Und er haut nochmal nach Take. Also, Take, nochmal bitte einen Dodge-Roll. Was war nochmal für ein Modifikator drauf? Minus 2. Willst du Edge verbrennen? Du könntest einen Punkt Edge verbrennen für... Ich habe einen noch übrig. Also ich habe noch einen Punkt übrig. Den würde ich dann jetzt... Hast du den nicht eben für den Zorg Roll ausgegeben? Nee, ich hatte 4 und bisher habe ich 3 Stück verwendet. Na gut, dann kannst du noch einen Edge benutzen. Um neuen Würfel nochmal zu würfeln. Nee, warte. Wundmodifikatoren, es wären dann 10 minus 5. Also 4 Würfel könntest du nochmal würfeln. Ganz ehrlich, da würde das Edge-Level verwunden auf den Schaden. Ja. Da wäre bei Schadensreduktion wahrscheinlich genau, weil das Bessere. Genau, weil kann maximal gleichziehen jetzt, wenn es gut läuft. Ja. Und gut, das, dann die Würfel gerade laufen, eher wahrscheinlich nicht. Dann gib mir deinen Damage-Sorg. So richtig schön. Mit minus 4 Rüstungsverdrängung. Richtig schön. Edge und er gibt den Würfel, dann kommt hoffentlich bei was bei rum. Nope. Okay, das... okay, also. Das sind dann 5 Erfolge nach... Das wären dann also 15 physischer Schaden. Dann kippt mein Charakter ein wenig aus den Latschen. Das war's. So, Edge verbrennen. Ich schau mal nach, was die Regeln für Edge verbrennen sind, was da so machbar ist. Es gibt da nämlich Möglichkeiten, dass du trotzdem noch überlebst. Moment. Also das ist fast das Doppelte von dem, was ich noch an Lebensenergie habe. Ich habe jetzt noch 8. Nee, warte mal. Ich habe 5 Lebensenergie übrig. Das war's. Der ist weg. Ja, mit Edge verbrennen kann man noch. Edge verheizen. Im Topfhut von der Schippe. Es gibt Umstände, bla 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 bla. Also du kannst einen Punkt Edge verbrennen, um
irgendwie zu überleben. Um gerade so zu überleben. Jupp, alles klar, dann versuchen wir das doch mal. Ja, also du verheizt einen Punkt Edge, um zu überleben. Der ist dann permanent weg. Der ist dann permanent weg, du kannst ihn dir aber mit Karma neu kaufen. Okay. Gut, dann sind jetzt, glaube ich, einfach nur deine gesamten Schadensmodifikatoren voll. Du bist gerade so noch am Leben und kannst theoretisch noch von anderen stabilisiert werden. Dann wäre jetzt der Geist des Menschen dran. Jo, viel Spaß, ihr zwei, ne? Ihr macht's schon. Der Magier also, und der Hacker müssen jetzt was? Diesen Kampftroll irgendwie unter Kontrolle bringen. Okay, Moment, Momanga, was soll dein Geist des Menschen machen? Ich frage es. Der war ja, der Troll war ja im Astralraum aktiv. Ja, der Troll ist im Astralraum aktiv. Sie muss sich ja gar nicht manifestieren, er kann ihn ja auch direkt angreifen. Das kann er machen. Und wenn er theoretisch aus dem Astralraum einen Mana-Zauber zaubert, solange er nicht manifestiert ist, genau, kann dieser Mana-Zauber... Ist er ein Mana-Zauber, deswegen ja, funktioniert das ja. Das heißt, der Mana-Zauber würde dann auch die alle anderen, die nur im physischen Raum sind, nicht treffen, weil du aus dem Mana-Raum gezaubert hast. Deswegen macht der Geist des Menschen jetzt erstmal einen Mana-Ball. Dann würfelt den Sarg Kraftstufe an und würfels. Kraftstufe 5. Ich muss gerade nur den einmal raussuchen gerade. Kleiner Fehler, Kraftstufe 4. Ich habe mich wegen Kraftstufe des Geistes kann maximal die. Okay. Ding. Jetzt war ich nur kurz unter deine Hilfe. Spellcasting-Attribut von Geistern. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Hast du es im Kopf? Es ist wenn dann sein Kraftlevel. Also eine Kraftstufe als Ringer. Plus dann eben Magie. Also wären das für den Level 4er 8 Würfel. Genau, deswegen. Das hatte ich gerade nämlich nicht mehr im Kopf. Ob das noch, ob es Magie plus Kraftstufe war oder ob das nochmal was anderes berechnet. Der zaubert den Zauber quasi genauso, wie du ihn auch zaubern würdest. Da Mana Ball ein Flächenzauber ist, muss ich ganz kurz das nochmal gerade finden. Warte. Das zählt nur für indirekte Zauber. Aha, okay, gut. Das ist keine Verteidigungsprobe, das ist kein Soak Roll, das heißt, unten zählen hier dazu, okay. Okay, dein Mana-Ball hat keinen Effekt. Ich nehme mal an, er hat den Zauber so platziert, dass er dich nicht mittrifft. Und das wäre dann der Zug des Geistes Menschen. Take ist K.O., Creed ist K.O. Läuft super rum. Claim, ne? Macht etwas. Momonga, du bist dran. Ja. Ich donnere dem Typen ebenfalls. Donnere dem Typen einen Stunbolt der Kraftstufe 8 entgegen. Okay. Du weißt, dass direkte Kampfzauber nur Schaden entsprechend der Nettoerfolge machen. Indirekte Kampfzauber machen ihren Schaden, machen Schaden in Höhe ihrer. Dings. Ja, aber der ist... Ja, ich meine, wegen Kraftstufe 8. Okay, ich wollte es nur gesagt haben. Ja, ich weiß. Okay, dann würfel deine Spruchzauberei. Du triffst dein Limit. Ja. Mana-Zauber, das heißt mit Willenskraft wieder. Und zwar Punktlandung. Okay, das wären dann 8 Geistschaden. Okay.
Entzug ist auch widerstanden, da der einen Kraftstufe minus 3 Modifier auf Entzug. Wieder eine Punktlandung. Uff. Okay. Dr. Stranger, du bist dran. Steht dieser Troll noch? Vielleicht, da muss ich ganz kurz nochmal was nachschlagen. Nee, weil davon hängt jetzt ab, was Dr. Stranger macht. Weil wenn der nämlich noch steht... ja. Okay, nein, er ist, du siehst plötzlich, diesen Troll, nachdem er Cake K.O. geschlagen hat, steht er da und plötzlich fällt er zur Seite um. Okay, dann wäre meine erste Handlung, in die Jackentasche zu greifen, einen Stimpatch hervorzuziehen und das Creed in den Nacken zu kleben. Patsch. Okay, welche Stufe hat das Stimpatch? Das ist ein Stimpatch der Stufe 6. Okay, Creed, du heilst 6 Geistschaden. Okay. Für eine Stunde, wenn ich mich richtig erinnere, dann nimmst du wieder 7 Geistschaden. Hoffen wir, dass ihr das bis dahin fertig habt. Das hoffe ich ja, bei mir geht's nicht gut. Boah. Gut, so. Das war... Dann hab ich noch... Das war meine Eilverhandlung. Ich weiß nicht, rausnehmen und aufkleben ist, glaube ich, eine Eilverhandlung, oder? Bei Stimpatches? Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Sonst schlage ich es nach. Also ich glaube, Gegenstand bereit machen, das ist halt allgemein eine einfache Handlung. Und dann Stimpatch applizieren wäre nochmal eine einfache Handlung. Ja, dann war das, dann waren das meine zwei einfachen Handlungen. Ja. Dann war es das. Es war's, Rudolf, cool, weil ihr gerade in einer schlechten Situation seid, erlaube ich dir, das mit einer schnellen Bewegung zu machen. Ja gut, dann würde ich meine zweite einfache Handlung zu Boden gehen sehe, dann würde ich meine zweite einfache Handlung benutzen, um mein Medikit im Prinzip bereit zu machen, mein kleines, und nach Take zu sehen. Okay, also du bewegst dich aus dem Auto und gehst zu Telk rüber. Okay. Dann ja. Dann wäre jetzt Merritt dran, aber der ist K.O. Dann ist der Geist des Menschen jetzt nochmal dran. Monga, was soll der Geist des Menschen machen? Moment, komm. Manifestieren ist komplexe Handlung, richtig. Ich glaube schon, ja. Nee, das glaub's nicht, das ist so. Gut. Dann soll er sich manifestieren. Oder er manifestiert sich dann halt. Okay, der Geist manifestiert sich. Oder warte kurz davor. An dem Auto waren keine astralen Signaturen mehr, also astral aktive. Beziehungsweise, Moment, ganz kurz. Der Geist hatte den Befehl, den Troll zu töten. Der Troll ist noch nicht tot. Troll ist nur K.O. Geist, danke das bitte noch einmal. Hat er nicht gesagt angreifen? Oder nein, ich sagte vernichten. Ja, er hat extra noch gesagt vernichten. Okay. Also, ich glaube, da ist nochmal ein Mana-Ball fällig. Ja, die nehmen die Leute sehr wörtlich. Dann würfel nochmal den Mana-Ball für den Geist. Da er vom Astralraum auszaubert und das mich als Mundaner nicht trifft. Wayne? Ja. Okay, dann sind das nochmal 5 körperlicher Schaden gegen den Troll. Okay. Geist des Menschen, Telk ist K.O., Creed ist K.O., Blaine macht irgendwas. Momonga, du bist nochmal dran. Ich bin nicht mehr K.O. Creed, du bist gerade wieder aufgewacht, Creed. Ich würde gerne einen Perception-Check machen, wo dieser Nebel hin verschwunden ist. Oder ob ich den Nebel noch sehe. Einfache Handlung, genau beobachten. Oder stich den auch ohne. Also nutzt eine einfache Handlung, genau beobachten, um zu schauen, ob der Nebel noch da ist. Der Nebel ist nicht mehr da. Also muss ich gar nicht würfeln. Nee, da musst du nicht würfeln für. Shit, dann dreh mich zu Strange um.
Ich würde dir empfehlen, ganz schnell diese Datei runterzuladen, weil der, also die verschlüsselte, weil der jetzt bestimmt misstrauisch geworden ist. Also das könnte unsere letzte Chance sein, wenn du mit den Verwundeten fertig bist. Und dann, und zu Mwonga. Mwonga, hör auf! Oder bring deinen Geist davon ab, dass der den Troll tötet. Wir brauchen einen Zeugen. Du weißt gar nicht, dass Mwonga da ist. Ich sehe, dass sein Geist... Nein! Der Fuck. Geist ist noch im Astralen und Mwonga ist auch noch im Astralen. Du weißt nicht, dass der da ist. Du siehst einfach plötzlich diesen Troll K.O. am Boden liegen. Okay. Shit happens. Gut. Ist das dann alles, was du machen kannst? Kann man sich mal so schön vorstellen, da ist so ein Troll, der meine ganzen Teamkameraden abmetzelt und plötzlich... Ja, gut. Da ich dich ja quasi mehr oder weniger dazugeholt habe, weiß ich wahrscheinlich warum, aber... Du kannst es dir wahrscheinlich denken, aber du weißt es nicht klar, garantiert. Ja, ich kann es mir denken, aber dass dieser Troll in der Zukunft in absehbarer Zeit nicht mehr aufsteht, das reicht mir erstmal. Okay, Spielzug ist zu Ende, Blaine macht irgendwas, Mwonga, du bist nochmal dran. So, sehe ich noch weitere astrale Signaturen, also wirklich astral aktives? Du? Ich nehme mal an, du fliegst ein bisschen hoch, relativ weit oben, oder du fliegst halt mal hoch und schaust dich von dort um. Du siehst, hinter der Wand, hinter dieser Lärmschutzwand, seltsamer Anblick, ein astralaktiver Nebel durch die Gegend fliegen. Okay, zuerst möchte ich mir die astrale Signatur davon merken. Müsstest du dafür nicht erst das scannen? Nee, ich meine, sobald ich einmal gesehen habe, kann ich mir die astrale Signatur merken. Okay. Ich kann aber auch gerne nochmal nachschauen, wenn du das möchtest. Ich glaube, dafür müsstest du erstmal... Du musst eine Astralsignatur erstmal erkannt haben, um sie wiederzuerkennen. Aber gut. Ist okay. Das kannst du bis zur nächsten Runde nachschlagen, theoretisch. Machst du sonst noch irgendwas? Du hast theoretisch noch eine einfache Handlung über. Ja, ich bin etwas verdutzt. Ich, ja, Wenn ich noch eine Sache anmerken darf, übrigens, beziehungsweise, gib mir mal eine Wahrnehmungsprobe. Du hast ja eben eine Handlung einfache Handlung aufgewendet. Genau, beobachten und als Teil dessen hätte ich gerne einmal eine Wahrnehmungsprobe von dir. Okay, mit 4 Erfolgen, stellst du fest, dieser Nebel, also neben der Lärmschutzwand ist so ein bisschen Wald. Es ist kein sehr dichter Wald, also ein paar Bäume stehen hier und da. Dieser Nebel macht merkbar weicht den Bäumen merklich aus. Okay, dann hast du noch eine einfache Handlung. Ich sag beim Geist, halt an, passt, danke, kann's gehen. Der Geist nickt und verschwindet. Das war Mwonga, dann wäre theoretisch Mary nochmal dran, aber Mary ist K.O. Dann sind wir am Ende der Initiative, dann... Okay. Theoretisch bekommt Mary jetzt eine Regeneration, dürfte Mary jetzt eine Probe würfeln, um sich zu regenerieren, aber Schaden durch Magie kann er nicht regenerieren. Und er müsste erst seinen körperlichen Schaden regenerieren, um seinen Geistschaden zu regenerieren. Das heißt, ich spare mir das Würfeln jetzt und er bleibt K.O. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, wir sind eben außerhalb von Initiative. Was macht ihr? Ich habe jetzt eine mechanische Frage. Also ich würde jetzt auf jeden Fall erst Take und dann Tali behandeln mit Medikit. Und sicherstellen, dass die beiden außer Lebensgefahr sind. Weil Take ja offensichtlich der schwerer Verletzte ist. Tali ist wahrscheinlich leichter und schneller zu behandeln als Take und würde wahrscheinlich länger. Take überlebt sicherlich länger als Tali, weil du weißt, dass Take sehr kräftig ist. Take, du hattest 9 Konstitutionen, oder? Der kugelabwehrende Ohr. Oder wie viel Konstitution hast du, Take?
Moment. Wobei, warte. Talc hatte ja Edge verbrannt. Ja, okay. Du kannst. Du stabilisierst Talc zuerst. Ist okay. Ja. Muss ich dann Erste Hilfe dafür würfeln? Ja, würfel mal bitte eben Erste Hilfe. Stabilisieren dürfte Schwellenwert von 3, glaube ich, haben. Ich glaube, mein nächstes Attribut, wo sie steigen, wird das erste Mal Con. Das ist keine Schusswunde, ne? Ne, das ist ganz sicher keine Schusswunde. Ich glaube, kriegst, glaube ich, noch einen Negativ-Würfel-Modifikator wegen Essenzverlust, oder? Das kann sein, ja. Essenz hast du? Das steht wo? Auf Info. Also Cap-Info. Bist du in der Ding drin, in der Chama? Nee, ich bin bei Roll20 noch drin. Ich gucke gerade bei Chama nach. Bei Chama steht's bei Other Info. Direkt unter Rüstung. Condition Monitor. Other Info. Indirect Dodge Soak. Detection. Was war's nochmal? Essenz. Essenz, wollt ihr wissen. Das heißt, das sind 3 volle verlorene Punkte. Das wäre also minus 1 von Essenzverlust. Und dann sind die Bedingungen nur mäßig, weil du auf der Straße bist. Das heißt, du hast nochmal minus 2 und Smoons Modifikator für insgesamt minus 3. Aber du kriegst die Stufe deines Medkits hinzuartiert, wenn das Medkit Beifall ist. Ja, aber ich sehe das zumindest gerade im Kapitel Erste Hilfe. Magische Heilung wird durch Essenz beeinflusst. Konventionelle nicht. Doch, auch normale Heilung hat das als Situationsmodifikator. Das steht, ich glaube, 1 oder 2 Seiten weiter. Da gibt es so eine Tabelle. Ah ja, hier. Okay. Ja, tatsächlich. Ja, ganz unten. Das sind ja, minus 3. Minus 1 pro 2 volle Essenzverlust. Okay. Ja, dann würfel du mal deine Probe mit minus 3. Was will der Rest in der Zwischenzeit machen? Den Nebel erkennen, du hast recht gehabt. Gut, dann würfel mal deine Erkennenprobe. Beziehungsweise das ist Erkennen plus Intuition Astral gegen 3. Kriegst du ja Erfahrung, Informationen, je nachdem wie viel du bekommen hast. Ich habe es nur nachgedacht. Um die astrale Signatur zu erkennen, muss ich 3 schaffen, dann kann ich sie mir merken. Und dann kann ich sie bei Erinnerungsproben wieder aufrufen. Okay, dann würfel trotzdem einfach deine Erkennenprobe. Erkennen ist Essencing im Englischen, richtig? Essencing, ja. Dr. Stranger, Stabilisierungsproben nach Bullets and Bandages, das ist eine ausgedehnte Probe. Mit dem Schwellenwert gleich den genommenen Kästchen an körperlichem Schaden. Das heißt, du kannst mit minus 1 nochmal weiter würfeln, weiter bis du die entsprechenden Erfolge hast. Und was muss ich dann bekommen? Wie viel körperlichen Schaden hast du, wenn du theoretisch tot bist? Also dein maximal körperlichen Modifikator plus dein Überschuss. Wie viel ich jetzt insgesamt abgekriegt habe, oder? Also wie viel Schaden hast du, ja. Wenn deinen Schaden zusammen maximiert sind. Das wäre dann, warte mal, der hatte mir, glaube ich, 15 gemacht. Ich hatte noch 5 übrig, das wäre dann bei minus 10. Nee, also insgesamt, wie viel Schaden hast du? Nach dem Edge-Verbrennen in deine Kästchen einfach gerade maximiert. Das heißt, du hast deine Gesamtlebenspunkte, deine Gesamtkästchen plus deine Konstitution. Okay, sag mal, wie viele Kästchen hast du normalerweise, bevor du K.O. bist? Moment, ich schau mal gerade. 29. 29? Das kommt mir ein bisschen viel vor. Bis du K.O. bist, nicht bis du tot bist. Achso, bis ich K.O. bin, das wäre... Müsste 8 plus halbe Konstitution sein. Also 15 okay, oder so. Wahrscheinlich, wenn du 13. Das nachschlägst,
Okay, 13 sein. Plus wie viel, wie hoch ist deine Konstitution? 9 oder 10, Moment. 10 kannst du als Ork nicht haben, das kennen nur Trolle. Das heißt, müsstest du bist wahrscheinlich bei 9. Genau. Das wären dann 21. Das heißt, Dr. Stranger, dein Zielwert ist 21. Beziehungsweise, da ihr gerade aber außerhalb von Initiative seid, ich lasse dich da jetzt nicht so komplett drauf würfeln. 21 bei einem Würfelpool von 12. Nett, das ist ja eine ausgedehnte Probe. Ja, aber trotzdem. Ja, ist egal, du hast ihn stabilisiert. Ich schenke dir das jetzt. Momonga, dein Ascan. Gib mal einen Moment. Punktlandung. Du hattest 3 Erfolge fürs Ascan? Ja. Okay. 3 Erfolge und 3 benötigt. Die Punktlandung. Ja gut, dann kriegst du dafür jetzt auch nochmal die Information oder kannst du dir jetzt nur merken, was das für seine Aura aussieht? Ich krieg alle Informationen und ich merke mir die Astralis-Natur. Okay, alles gut. Er hat keine Cyberware. Also ich, Essenz und Magie ist tatsächlich niedriger als deine. Moment, ich brauche kurz einen Stift und Papier. Das habe ich aber gerade, ich muss nur mein Buch reinlegen. Niedriger. Kannst weitermachen. Okay, er ist erwacht. Und du erkennst deutlich wieder diese schwarzen Flecken von einem MMVV-Infizierten. Supi. Dann hätte ich aber gern bitte noch die Gefühlslage und den Gesundheitszustand. Ja, Gesundheitszustand MMVV infiziert. Gefühlslage ein wenig gestresst. Gut. Dr. Stranger, du heilst, stabilisierst dann auch noch Tali. Dein Medkit gibt dir bei ihr ein paar Informationen über innere Blutungen heraus und Gehirnerschütterungen und was nicht. Gibst dir die entsprechenden Medikamente, um das zu stoppen. Während Dr. Stranger hier mit dem ganzen Heilen zuständig ist, oder mit dem Stabilisieren zuständig ist, Creed, willst du noch irgendwas machen? Ich würde zum Auto hinrennen und schauen, ob der Comlink zurückgeblieben ist. Okay, du rennst zum Auto, du siehst... Fessel den Troll! ...im hinteren Teil des Autos... Jo. ...ein Berg Klamotten liegen. Okay. Also kein Berg, sondern halt normale Kleidung, Klamotten, die irgendwie gerade so runtergefallen ist scheinbar. Ja gut, ich konnte jetzt eins und eins zusammenzählen, der hat sich in Luft aufgelöst und der hat dabei seine Klamotten verloren. Ergo wird er wahrscheinlich auch seinen Comlink zurückgelassen haben. Deswegen einmal bitte die Kleidung durchfilzen. Du findest darunter den Comlink. Einstecken und schauen, ob ich sonst noch irgendwas Interessantes in diesem Auto finde. Also so Handschuhfach auf, hinten, Rückbank, Kofferraum. Du findest bei der Kleidung dabei auch noch ein paar Red Sticks. Da müsste ich mir aber noch überlegen, wie viel genau drauf ist. Das teile ich dir bis zum nächsten Mal mit, wie viel auf diesen Red Sticks drauf ist. Gut. Momonka, nach dem Asken, willst du noch irgendwas mit dem Nebel machen? Ja, ich würde ihn gerne verfolgen. Okay, dann gib mir doch bitte einfach mal eine Probe auf Schleichen und Logik. Sonst war in dem Auto nichts. Sonst ist im Auto tatsächlich nichts Interessantes. Okay. Kofferraum nicht. Wäre das nicht... Das ist halt, das ist so ein Van, der bis hinten komplett so offen ist. Der hat in dem Sinne keinen Kofferraum. Ja, blöd. Was wolltest du haben? Schleichen plus Logik. Ich benutze ein Edge. Okay. Das ist ein Glitch. Deswegen benutze ich ein Edge, um die... Okay, du benutzt das Edge, um den Glitch wegzumachen.
Du siehst, der Nebel nimmt dich trotzdem wahr. Dann müssen wir nochmal eben in Initiative gehen. Wir alles. Ich würfel das einfach für alle, aber ihr bekommt von dem Ganzen nichts mit. Astralinitiative oder normale Initiative? Deine astrale Initiative. Ja, dann muss ich es nämlich kurz ändern. Das hätten wir eigentlich vorher schon ändern müssen. Ist egal. Ich bin eh noch dabei, damit beschäftigt, Tag und Tali so weit zusammenzuflicken, dass wir fahren können. Ja, das läuft gerade nebenbei. Dran dabei. Womit fahren? Obwohl, Fahrti hieß das Auto. Dein Auto fährt doch noch. Das fährt noch. Das sieht nur nicht mehr so hübsch aus. Und wenn ich Automechanik hätte, würde ich versuchen, das zu reparieren. Aber das ist etwas, was ich lernen sollte. Hab's aktualisiert. Dann. Ernsthaft? 15. Omonga, wie hoch ist dein Edge? Insgesamt oder noch insgesamt? 3. Okay, wie hoch ist deine Reaktion? 2. Okay, dann darf Blade zuerst agieren. Du siehst, den Nebel plötzlich wieder zusammenlaufen. Halt, stopp. Reaktion ist im astralen Raum Intuition und Intuition habe ich 4. Ja, aber das ist meine Reaktion im Astralraum 4. Na gut, ich lasse es laufen, du bist zuerst dran. Nebel bekommt von mir Mana Ball ins Gesicht, der auch wieder Kraftstufe. Seht ihr das richtig? Unser Magier geht jetzt mit dem Vampir 1-on-1. Welche Kraftstufe sagtest du? 8. Tölk, ich glaube, wir müssen Momonga mit dem Auto abholen. Massive Balls werden ihn sonst am Gehen hindern. Kann gut sein, ja. Oder um ehrlich zu sein, ihr wisst nicht, was ich gerade mache, weil ich mich weder manifestiert habe, ihr mich noch niemals gesehen habt. Okay, das sind dann einmal 4 Geistschaden. Und ich versuche, unseren Ork am Abnippeln zu hindern. Ja, das nehme ich an, läuft nebenbei, dass du da beschäftigt bist. Gut, dann ist jetzt Blaine dran. Du siehst den Nebel. Das wäre dann ein physischer Schaden, wenn ich mich nicht irre. Der Nebel kondensiert wieder zu einer humanoiden Gestalt. Das ist eine komplexe Handlung, das heißt, mehr kann er gerade nicht machen. Damit bist du wieder dran. Moment, wenn der jetzt auftaucht, können wir den sehen? Das ist hinter der Lärmschutzwand, das heißt, es ist... Okay. Außerhalb eurer Sichtweite, der hat mehrere Meter weggeflogen, während ihr dagegen mit dem Troll beschäftigt war. Okay. Ja, Momonga, du bist wieder dran, bist wieder am Zug. Okay, dann kriegt der von mir nochmal das... Hast du Edge? Ja, ich benutze aber noch eine Edge, um die, die misslungenen Würfel nochmal neu zu machen. Das war Mana-Ball wieder, richtig? Ja. Egal. Mana Ball hat dann aber wahrscheinlich einen höheren... Darf ich da jetzt das Ausrufezeichen noch dazu machen? Fragezeichen? Nein. Nur die missgewürfelten. Also 6 Erfolge und 5 Entzug ist widerstanden. Auch bei einem Kraftstufe 8 Mana Ball? Einen Moment, mein Charmer hängt sich gerade auf. Ich würfel trotzdem einfach mal hier verschauen. Aber unser Magier würfelt wie ein junger Gott. Ich sehe schon. Mana Ball hat nämlich Entzug Kraftstufe. Nicht Kraftstufe minus 3. Das heißt, würde es gegen 8 Entzug würfeln. Das heißt, das wären vorhin bei den 4 einmal 4 körperlicher Schaden. Und jetzt nochmal 3 körperlicher Schaden. Stimmt, ich war noch in der falschen Tabelle. Willst du nochmal Edge für irgendeinen deiner Entzugsproben nutzen? Moment.
ich würde jetzt im Moment, wenn 3 und dann wenn es einmal 4 sind 7, damit komme ich dann auf ja. ja, den ersten würde ich gerne nochmal zusätzlich. Okay, dann würfel nochmal, wie viele auch immer Würfel das sind. Also unser DM zieht uns gerade die Ressourcen aus der Tasche, ich sehe schon. Der Kampf war so gedacht, dass wenn ihr da einfach reinrennt, mehr in Anführungszeichen einfach reinrennt, dass er schwer wird. Okay, gut, hat's erledigt. Das wären dann nur ein Schaden vom ersten Entzugswurf. Also insgesamt 4 von diesen 2 Zaubern. Dann ist Blaine jetzt nochmal dran. Und Blaine. Blaine zaubert jetzt einen Mana-Blitz auf dich. Das heißt, ich hätte gerne mal einen Willenskraftwurf von dir. Wundenmodifikatoren zählen rein. Was zählen Modifikatoren? Wundmodifikatoren zählen hinzu. Ja, ja. Willenskraft plus was? Nur Willenskraft, weil es ein direkter Zauber ist. Ah, okay, nur Willenskraft. Dafür nimmst du halt nur Schaden entsprechend der Nettoerfolge, die ich würfel. Und er zaubert das Ganze auf Kraftstufe 5. Du kannst ja auch einen auf Tölk machen und nicht verbrennen. Okay, das wären dann, wenn ich das richtig sehe, ein Punkt körperlichen Schaden gegen dich, Momonga. Hören wir das auf der anderen Seite dieser Lärmwand? Gib mir mal eben eine Probe auf. einfach eine Wahrnehmungsprobe. Ich denke mal, Audio-Wahrnehmung. Bitte. Gib mir ganz kurz einen Moment nochmal eben. Okay, er widersteht dem Entzug. Ein Erfolg. Ein Erfolg reicht bei Kraftstufe 5 aus. Das heißt, ihr seht irgendwie ganz kurz so einen kurzen Lichtblitz einige Meter, sagen wir etwa 15 Meter von euch entfernt oder vom Wagen entfernt. Also etwa auf halber Strecke zwischen dem gecrashten Wagen und eurem Wagen einen Lichtblitz für einen Moment in die Luft gehen. Von Boden aus in die Luft. Hinter der Scheibenmauer. Ja. Okay. Alles klar. Dann ist jetzt die Initiative hier wieder durch. Und Plane und Momonga haben schon wieder dieselbe Initiative gewürfelt. Momonga, du bist wieder dran. Da du magischen Schaden gemacht hast, kann ich den nicht regenerieren. Das heißt, ich kann mir das Würfeln hier tatsächlich einmal sparen. Und du bist direkt dran. Gut, ich werde jetzt eine sehr komplexe Handlung machen. Also nicht im Sinne von komplexer Handlung, sondern komplex im, was ich alles mache. Ich werde jetzt mehrere Zauber auf einmal casten. Dazu muss ich Spruchzauberei plus Magie. Gut, dann werde ich jetzt 3 dieser Erfolge benutzen, um einmal den Zauber Heilung auf mich selbst zu casten. Was ein physischer Zauber ist, weswegen du ihn im Astralraum nicht zaubern kannst? Nee, der ist nicht physisch, der ist Typ magisch. Mana-Zauber, okay, dann kannst du ihn zaubern, ja. Gut. Ich habe vorher nachgedacht, ich hab mir alles zurechtgelegt. Und ist Kraft für 4, aber das passt wegen... Ich muss trotzdem einen Zug mindestens würfeln, wegen der hat -4 Modifier. Es ist ein dauerhafter Zauber, das heißt, du musst den Zauber Kraftstufe-Runden aufrechterhalten, bevor er wirklich permanent ist und wirkt. Das heißt, du bräuchtest 4 Kampfrunden lang minus was auch immer auf alles andere. Also -2 auf alles andere, weil du einen Zauber aufrechterhältst. Ist so bei permanenten Zaubern.
Das hatten wir schon mal beim Heilzauber. Ah, stimmt, das hatten wir schon mal. Es ist keine Ahnung, wie lange her, dass ich Shadowrun gespielt habe, da vergisst man sowas. Gut, dann trotzdem, die Wirkung tritt ja schon ein, bevor sie permanent ist, muss es so und so viel Punkt verstrichen sein. Gut, ja. Ich kriege jetzt erstmal diese Heilung. Dann investiere ich jetzt noch die restlichen drei in einen Mana-Ball der Kraftstufe 5. Das war wieder ein Mana-Ball, richtig? 3 Schaden dann. Komm schon, verreck endlich. Er geht zu Boden. Halleluja. Fucking gut. Dann manifestiere ich mich und rufe, kommt mal bitte her. Okay, Great Stranger, ihr seht, Umonga plötzlich ein bisschen über der Lärmschutzwand schweben, aufpoppen und euch zuwürfen und unter sich deuten. Ist Tölk eigentlich mittlerweile wieder auf den Beinen oder ist der immer... ich sag einfach mal, Tölk ist mittlerweile stabilisiert, an Tali sitzt Dr. Strange gerade noch dran. Aber also, er ist stabilisiert, aber noch K.O. Okay, dann gehe ich zurück zum Troll und verpack den erst einmal ordentlich, dass der uns nicht irgendwie in die Quere kommt. Der wird jetzt richtig schön mit dem Seil gefesselt und zwar ordentlich, also nicht bloß zweifach, sondern dreifach gefesselt. Dass wirklich überhaupt nichts passiert, bevor ich da hinrenne. Oder okay. Schieß ihn gleich. Und dann würde ich mit einem weiteren Seil zu Momonga hinrennen und weil ich glaube, der wird unseren entfleuchten Nebel gefangen haben. Und ja, wird den dann auffesseln. Und zwar auch doppelt. Und dreifach. Also das sind richtig zwei schön komplett verschnürte Päckchen sind. Okay, das machst du. Plain, by the way, nackig. Das ist mir vollkommen wurscht. Ich wollte es nochmal explizit erwähnt haben. Ist Strange eigentlich mittlerweile mit der Verarztung durch? Tali braucht nicht so viel, deswegen sage ich mal, bist du beide... gefesselt hast, ist Stranger mit Talis Verarztung auch durch. Ich wende mich zu Stranger hin, der mittlerweile vielleicht schon zu uns gekommen ist. Schau mal, was ich hier Schönes gefunden habe. Ich glaube, damit kannst du am meisten anfangen. Und reich ihm den Comlink. Und ein bisschen Kleingold habe ich auch gefunden. Das werden wir dann anschließend brüderlich durch 4 teilen. Ja, das bezahlt immerhin die Autoreparatur, nicht wahr? Vielleicht sollten wir erst die Autoreparatur abziehen und dann teilen. Ja. Klar, ich würde dann mit dem Universaldatenkabel. Der hat doch einen Universaldatenport, oder der Comlink? Ja, das haben alle Comlinks. Ja. Dann schließe ich den damit an meinen Deck an und befasst mich damit. Da war ja noch die verschlüsselte Datei drauf, ne? Ja. Ich würde aber vorschlagen, bevor du da mit dem ganzen Hacking anfängst, dass wir eine kurze Pause machen. In-game oder in real life? Real life. Okay, ja, eigentlich eine gute Idee. Ja, dann kann ich mir gerade was zu trinken holen. Dann stoppe ich die Aufnahme eben und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Cheerio, Chamas.